Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Call of Sea. Und wir befinden uns immer noch hier in diesem komischen, ja, was ist das, mit der komischen Wasserwelt. Haben natürlich das erste Rätsel gelöst, was auch ein kleiner Akt war, muss man sagen. Aber jetzt sind wir schon wieder so weit, dass wir weiterkommen. Wir haben nämlich diese Litfaßsäulen, wollte ich gerade sagen, runtergelassen. Jetzt haben wir hier einen Schalter, den werden wir mal drücken. This civilization used these devices to raise and lower the water level. Ah, guck mal. It's impressive. Das ist sehr gut. Und jetzt können wir hier rüber gehen und uns zu einem Fisch verwandeln wieder. Dann kommen wir schon auf die andere Seite rüber. Perfekt. Dann gehen wir nochmal da rauf. Wupp, das geht auch relativ schnell. Wir müssen nur kurz das andere Portal finden. Okay, hier gibt es wieder ein Rätsel für unter Wasser. Damit wir zu diesem Portal überhaupt hinkommen, würde ich so behaupten. Okay, dann ist ein Bild, das gucken wir uns erstmal an. Vielleicht gibt es da irgendwelche aufschlussreichen Sachen darüber. Different types of creatures of the same species lived here. Okay, aber da war ja schon mal das Ding. Das wird, glaube ich, mal drehen hier, oder? Jetzt bin ich hier, was bringt mir das? Kann ich hier hoch? Ist hier oben irgendwas? Vielleicht ein Portal? Das ist doch das Schneidportal, wo ich war, oder bin ich verkehrt? Behaupte ich mal. Hätte man hier gar nicht hinkommen können, ne? Bringt, hat mir gar nichts gebracht. Warum bin ich denn hier gelandet? Was ist denn hier? Hier ist doch gar nichts. Warte mal, wie viele Dinger gibt es denn hier? Strömung 1, 2, 3. Es gibt nur die 3, ne? Also wie kommen wir denn... Ach, das ist eine Höhle. Gehen wir mal in die Höhle rein. Haben uns noch gar nicht angeguckt. Oh. Wir fahren wieder was über die Vergangenheit. Sunken continent. Was that their punishment? Okay. So these creatures are immortal? Ärgerlich, wenn du unsterblich bist und dann in der Gefangenschaft lebst. Oder? Bin ich jetzt. Jetzt noch ein Bild, gucken wir uns das nochmal an. Hier sagt er nichts. Doch da. They rebelled against their masters. The slaves seemed to worship two gods. Aber irgendwas stimmt ja nicht, es war ja irgendwas. Guck mal, den habe ich ja umgedreht gerade da, ne? This underwater town is a beautiful place. But it has also seen a lot of suffering. All the island is that way. Beautiful but dangerous. The
danger does not seem to affect me, though. Bin ich hier längst geschwommen? Nee, ne? Ne, da ist es auch verkehrt. Ist aber auch ein bisschen dark hier drin, du. Kleiner Dark Room. Was ist das denn? Ist auch noch so ein. Welcher ist denn das hier oben? Ah, da komme ich nicht. Ah, warte mal. Ich. Ah, okay, da geht irgendwas auf da unten, glaube ich. Da unten geht die Tür auf. Okay, dafür müssen wir das Ding hier umstellen. Los geht's. Halt, noch nicht da rein. Wir müssen erstmal hier den Knopf drücken. Ich glaube, wir müssen mit der wahnsinnigen Geschwindigkeit da rein eiern. Jetzt ist er auf. Jetzt kann man hier durchdrücken. Pass auf. Turbo-Geschwindigkeit geht das natürlich. My illness has kept me from being happy. What I feel now is the complete opposite of being sick. I feel full of life and energy. Even better than before my full of life illness. And energy. Tor sein da. So. Ah, guck mal, jetzt auf der anderen Seite. Habe ich schon doch schon gedacht. Wie kann man den Wasserpegel nämlich wieder erhöhen von der Seite? Oder muss man hier noch irgendwas machen? Wir gehen erstmal hier hoch, bevor wir den Wasserpegel erhöhen. Mal gucken, ob man hier irgendwas machen kann. If I enter the water now, I'll be soaked. Being me, I mean, it's hard to explain this, even to myself. Dann drücken wir den Knopf da nochmal. Bringt das ja was? Und damit macht er ja den Wasserstand wieder kleiner. Ah, guck mal, geht weiter runter, okay. Und das ist natürlich cool. Also für mich. Now the water level is really low, so I can access that tunnel. These creatures lived like slaves. All their lives imprisoned and tortured in this place. Was it possible to live a decent life in here? If you've lived all your life in a prison, how would you know that you are a prisoner? Ja, das stimmt. Das kann man natürlich nicht wissen. Okay, hier sind wir wieder bei diesem, wo ich gerade eben gedrückt habe, und dann sind wir natürlich gerast. Fängt mir jetzt nicht mehr drauf zu drücken, oder? Nee, kann ich nicht mehr. Gut, aber dafür können wir jetzt hier rein. Ah, ist kaputt gegangen, okay. Hier durch. Now I can enter this tunnel. Dachte ich, ja, wusste ich nicht mal, dass er existierte.
Wahrscheinlich kann ich deswegen jetzt da rein. Ab zum Fischmeister. Okay. Hier ist er runter. Da können wir nicht durch, aber wir können das Ding verändern natürlich, dass wir durch können. Los geht's. This current is quite strong. I wonder where it will take me. Abgefahren irgendwie, ne? Also, dass es so eine Wendung nimmt, hätte ich jetzt nicht gedacht beim Spiel. Aber Call of the Sea, naja, macht schon Sinn, ne? Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aus wie so ein Drachen hier. Sieht ja schon schön aus, die Welt hier, muss man sagen. Könnte echt so ein Drachen sein, ne? Der Schlund von irgendeinem so Riesenwal. That was quite a ride, but it's over now. Du bist durch den Strom in der versunkenen Stadt geschwommen. Da. Schon gewundert, wo das Tor ist. Hallöchen. Ich suche immer noch meinen Mann. Harry, bist du hier? Harry Potter? That ladder. Someone set up camp in here. Gucken wir doch mal oben. Warte mal. Looks like a means of transportation to get to that sanctuary. Oh Gott, das Lager mal hier. Huch. Die Leiter kann doch benutzen, aber ich muss mal gucken. Ich meine, die Person ist ja auch hierher gekommen, so wie ich hierher gekommen bin, ne? This... Oh my God! Did I almost forget about Harry? Somebody painted these symbols on the wall. You followed the river from the temple summit, and it took you some days to find this entrance. Okay. Was hier nun? Na, noch ein Brief an mich. Hören wir uns das nochmal an. My dear old pal. It's only Cass and me now. I have much to thank her for, even if our friendship is worn thin due to hunger and fatigue. If she hadn't insisted so much, we'd never have convinced Aaroa. He guided us as we followed the river down from the mountain peak. And that's how we found this entrance. And the mural. Maybe I can't undo what's happening to you, Nora, but I think I can try to become like you. The original inhabitants of this island took slaves to a sanctuary, and there they performed a ritual. Teaharoa said the ritual was madness, and he didn't want any part of it. He and Cass argued violently. When we woke up the next morning, he had left. I know it sounds strange, but you have to trust me, my love. I know this is going to work, and we can be together. You understand what that means, don't you, Nora? We have a second chance. With more love than ever. Harry. Oh, will er auch ein Fischmonster werden? Harry? What ritual are you talking about? Why on earth would you want to become like me? Please don't be a fool.
You don't even know if that ritual of yours is going to work. Tja. Die Herren habe das Sklaven mit einer Bootsmannung gemacht, um das Ritual zu verenden. Im Heiligtum scheint der letzte Teil des Rituals stattgefunden zu haben. Is this why I'm changing? Monsieur Everhard. So the guide left the expedition. That would explain the workshop on the White Sand Beach, where I arrived. Wir haben auf dieser Insel schon so viele Tode erlebt. Ich habe ihnen so lange, wie ich konnte, geholfen. Aber ich werde mich nicht zu einem Gehilfen bei diesem absurden Ritual machen. Ich werde zum Strand zurückkehren, ein Floß bauen und diese verfluchte Insel verlassen. Sie finden mich dort, falls sie ihre Meinung noch ändern sollten, aber nicht mehr allzu lang. Maurua, Rova, Terua. Okay. Oh, da liegt auch noch was. Boat. Na. No. She doesn't seem to care much about Harry. Harry wird jeden Tag verwirrter. Aber heute sagte er, dass er einen Ort gefunden habe, an dem er das Ritual abhalten würde. Ich muss diese Sache auf den Grund gehen. Ich muss weitermachen, ihm zuhören und ihm folgen. Ich kann ihn nicht ertragen, aber ich darf es nicht offen zeigen. Denn wir sind die Einzigen der Übrigen und dieser schwarze Schleim. Ganz, ganz geil ist ja, dass sie es einfach mal so sagt, statt... Harry, that look on your face. You look deranged. They seem to loathe each other. Ich ertrage dein irres Gesicht nicht mehr. Ich ertrage das Geräusch nicht mehr, was du machst beim Essen. Ich ertrage dich nicht mehr. Naja, das ist so eine kleine Hassliebe, aber ich weiß auch nicht, warum sie sowas aufschreibt. Das werde ich doch irgendwann mal lesen können, oder bin ich blöd? The sun is setting. It is so beautiful. Das geht hier irgendwie weiter. Wahrscheinlich. Okay. Halt. Das wäre ein Geheimgang oder sowas. Das war's wohl nicht. Okay, da hat er was gezeichnet. Da müssen wir nochmal hin, ne? Darüber meine ich. Gut, gehen wir nochmal runter. Wahrscheinlich will er die andere von der opfern oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Um seine Frau zu retten. Ja. So sehr liebt er sie. Guck mal hier hoch. Aber gucken wir jetzt das hier oben. Das sieht schon sehr interessant aus. Wir gucken trotzdem jetzt hier oben. Seems to show two possible courses of action. One means transformation, and the other means death. Okay, man will sich wandeln oder man wird umgebracht, also man stirbt. Natürlich. Blöde Wahlen, die man in seinem Leben hat, aber die ja wohl durch. So, haben wir uns aufgemalt. Da. Harry hat die Symbole an die Wand gemalt. Sie müssen wichtig sein. Symbol, die wir hier sehen. Ja. Also. This panel looks different from the others. It's much more elaborate. Okay, pass auf. Wir machen. Wir drücken erst den Kreisel und dann fünfmal den Blitz. Okay. Ah, okay. Warte mal. Okay. Die müssen kommen alle anders. Gucken, wie schnell die sind. Das ist der andere, geht direkt. Das ist der längste. Dann behaupte ich mal, kommt der. Und dann würde der kommen. Und der hier kommt zum Schluss. Okay, der ist auch noch ein bisschen länger. Ich würde sagen, das hier sind die Geschwindigkeiten
Von dem? Ja, der. Okay. Aber das kann man auch hinkriegen. Pass mal auf. Nee, der ist langsamer. Okay, pass auf. SD. Dann D. Dann D. Und dann D. War es noch einmal zu lang? Okay, falsch. Wir sind zwar alle hingekommen, aber der ist auch super okay. Komm mal. Also, oben. To the sanctuary. Oh, that sounds good. That's his boat. Wow. Normal zu. Das, die hatten aber auch abgefahrene Mechanismen damals, oder? Wo geht das hin, ist die Frage. Ein kleiner Bootshaus ist zwar schön und romantisch, aber ist da kein Mond oder was? Mal sehen. Ab zum Ritual geht's, würde ich behaupten. Das Kapitel abgeschlossen? Kann natürlich auch sein. Versunken. Kapitel 5 ist fertig. Also wir gehen noch mal kurz rein und gucken, ob irgendwas Wichtiges zu Beginn startet. Ansonsten sind wir auch durch damit. Kapitel 6. Ja, aufgerufen. Nothing bad is going to happen to me here. As menacing as this place might look. The island, the ooze, those sea creatures. They're just defending themselves. Like a wild animal against an unknown threat. That's how they perceived the expedition. Like a threat. But I, on the other hand, I wasn't a threat. And I definitely wasn't unknown, was I? Oh. They seem to recognize me, as if I was one of their own. Everything seems so distant now. As if I first stepped on that white beach thousands of years ago. A full moon? It can't be. Yesterday was a new moon. Did I lose track of time or... Maybe this place isn't subject to the laws of physics. That's the only explanation I can find for this surreal night. Hmm. It's hard to believe everything is real. Maybe it isn't. Maybe I'll open my eyes sometime and I'll be back in our home in Inglewood and... Everything will be as before. My perfectly ordinary life with Harry. My daily routines. My illness. That will be as before, too. And then I'll need to shake off this strange feeling that I have now. Feeling that I don't really belong there anymore. And with there, I don't mean Englewood, or Boston, or Newburyport. I mean... How is it possible that the strange events of only 2 days on this island makes more sense to me than the life that I've been living for years? Okay, wir sind angekommen.
behaupte ich mal. Zack. Zeit mal zu, mich zu abonnieren, Leute. The Sanctuary. Gut. Genau hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.